Hallo, guten Mittag. So, heute geht's wieder weiter mit Zelda Breath of the Wild auf der Switch. Und es geht darum, ich habe ja jetzt drei Titanen und ich möchte natürlich den vierten holen, aber noch nicht hier. Ich wollte erst dieses Gebiet hier erkunden. So, das Problem war, ich habe gestern schnell was gefarmt für die Rüstung. Leider bin ich dann hier irgendwie instinktiv zum Turm gelaufen und hochgeklettert. Ich habe ihn nicht aktiviert. Das wollte ich natürlich im Stream machen. Oder auf YouTube, wenn es jemand auf YouTube hier sieht. Darum. Da machen wir das jetzt. Ich stehe ja hier auf dem Felsen. Das ist. So, dann ist dieser Turm jetzt auch aktiviert. Und wir müssten jetzt die Karte kriegen, natürlich. Das Witzige war, als ich hier durch das Gebiet hier vorne lief, hat mein Schreinsensor dauernd gepiept, aber ich habe keinen Schrein entdeckt. Überhaupt nicht. Der muss irgendwo versteckt sein. Was normalerweise nicht ist, dass die versteckten Schreine anfangen zu piepen. Da vorne ist einer, der nicht versteckt ist, und ich habe noch markiert diesen Baum. Das war diese Quest von einem Daoni, da will ich heute auch noch hin. Und sonst ist dieser Berg ein bisschen seltsam. Und da unten ist eine Hütte, da bin ich jetzt auch neugierig, was diese Hütte bedeutet. Der wird mir jetzt kein Schwert schmieden, oder? Pondos Hütte. Hallo Jungspund, was machst denn so weit von der Zivilisation hier in diesem Hügel? Ich sag dir was, mir ist jedes neue Gesicht willkommen und das ganz besonders jetzt. Was sagst du? Bereit für ein kleines Spielchen, das ich mir ausgedacht habe? Schneeballkegeln? Ich versuch's. Freut mich, umsonst gibt's aber nichts. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Rubine. Gut. Das Dank. Ich mach da mal alles bereit. Nicht weggehen. Na dann, kannst diesen Schneeball nehmen. Dann räum mal gründlich ab. Den Schneeball kannst du zweimal rollen. Wenn du alle Kugeln beim ersten Versuch abräumst, heißt das alle Zähne. Schön, schön, dann leg mal los. Kegel, nein. Na, warte mal. Oh. Oh. Ja, junger Mann, die Regeln hast du aber schon verstanden. Okay, vielleicht sollte man nicht direkt von der Mitte auswerfen. Ja! 10 Kegel. Verdammt! Das muss ich nochmal versuchen. Von der Position aus von eben. Hier, dein Preis. Oh, silberner Rubin. Also dann los. Ja, ich mach's nochmal. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal schaffe, aber.
machen wir es nochmal. Oh. Ja, dann leg mal los. Shit. Lass mich mal. Also, ich hab von hier geworfen ungefähr. Ja! Das soll mich doch 10 Kegel. Alle 10er legst dich nieder. Ah. Polarstab. Ist wohl eigentlich eine Waffe, kein Schneeball machen, aber ich bin selbst ja nicht der große Krieg. Ich lasse es sein. Okay, also merkt euch, wenn ihr das mal macht, so ungefähr hier neben dem Gras hier das Ding dann werfen. Dann rollt es auch richtig anscheinend. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer funktioniert, aber es hat ja jetzt zweimal hintereinander funktioniert, also könnte man sich das schon merken. Ich habe das jetzt einfach nur geschätzt, weil als ich den in der Mitte weggekugelt habe, ist der immer hier so nach rechts gerollt, also wollte ich da entgegenwirken, indem ich von rechts werfe. Scheint ja geklappt zu haben. Interessant, also man kriegt von dem dann einen Polarstab. Und wieso liegt hier ein einzelner Stein? Mit einem einzelnen Rubin. Schön. Funktioniert das hier? Ja. Ah, ich habe die so vermisst. In der Ruine waren die ja so unglaublich. Also Ruinen, sage ich schon. In der Wüste wollten die ja nicht kommen. Was für ein Geräusch. Boah, wieder ein Schneesturm. Gut, dass ich den Schrein schon markiert habe. Was mache ich denn? Was ist das? Jetzt ist er einfach. Ich habe gerade Mana-Schwert gelesen. Aber dafür bin ich im falschen Spiel. Ach, das ist ein Schrein für einen Stall. Hier ist ein Stall. Ist ja unglaublich. Den Stall habe ich gar nicht gesehen. Aber mal schauen. Manchmal gehen solche Schneestürme weg, wenn man die Schreine macht, in denen sie stecken. In der Wüste war das auch mit dem Sandsturm, genauso. Windschutz. Das bedeutet also, ich muss den Wind stoppen, ne? Okay. Also wird denn ganz weit weggerollt? Aber das wäre doch zu einfach, wenn es nur in dieser eine Kugel wäre, oder? Ich muss mir das Verhalten angucken. Versuchen wir das. Verstehe. Ich muss das so machen, dass ich, wenn ich da drauf stehe, dass der hier automatisch reinrollt. Okay, verstehe, verstehe. Das heißt, der hier muss abgedeckt werden. Wisst ihr, man muss einfach mal gucken, wie sich das verhält, bevor man... Oh. Der funktioniert jetzt nicht.
So einfach kann das jetzt doch nicht sein, oder? So, ich stelle mich jetzt hier rauf und werfe die Kugel runter. Mal gucken, wie sich das verhält. Ah. Fast. Aber ich denke, das hat nur was damit zu tun, wie sich das so verhalten hat. Mal schauen, ist das generell so, wenn das hier jetzt dahin kommt? Nee, da funktioniert's. Also es muss irgendwo... Och komm, du musst das jetzt nicht reinzoomen. Ja, hat funktioniert. Die Frage ist, ob die Truhe wichtig ist. Okay, nochmal. Hallo. Gerade wieder mitten im Schrein. Die Truhe ist erstmal nicht wichtig. Hauptsache, ich habe den Schrein erledigt. Ich wünsche einen guten Mittag auf jeden Fall. Ja, war so ein ganz netter Schrein. Kugel, Wind. Vielen Dank. Mal gucken, ob jetzt dieser Schneesturm aufgehört hat, weil man es gelöst hat. Welches Schwert? Es gibt viele Schwerter. Das, ja. Das habe ich schon sehr lange. Das Masterschwert hier. Habe ich das schon mal gesehen? Ach komm. Nicht jetzt. Ich habe mir das mal kurz angeguckt. Das ist sowas, wo man von Grund auf keine Ausrüstung hat und so weiter. Ich werde das noch machen. Ich werde es auch streamen. Aber ich werde die Prüfung des Schwertes erst machen, wenn ich alle 4 Titanen habe.
vielleicht sogar den fünften Titan. Weil das will ich, da will ich mir ein bisschen Zeit lassen, weil das so, ja, die ist mega spannend auf jeden Fall. Die hat so viele Ebenen. Aber das ist etwas, was ich nicht nebenbei machen möchte. Das ist, wo ich mich dann voll und ganz drauf konzentrieren möchte. Und das wird dann wahrscheinlich ein oder zwei Streams dann richtig durchmachen. Ich denke dann, dass ich das an einem Wochenende machen werde, wo ich dann auch viel mehr Zeit habe. Weil ich will das dann auch nicht mittendrin unterbrechen dann. Aber ich bin sehr auf. Ich bin dann sehr gespannt auf das Band, auf die Bandschwertaufgaben. Ah, kaufen. Ich wollte schon lange mal wieder Pfeile kaufen. Oh, davon habe ich noch gar nichts. Ich kenne Sword Art Online, ja. Also die Spiele selbst habe ich aber noch nicht gespielt. Ich habe mir nur ein paar Selbststreams angeschaut. Werde ich mich auch irgendwann mal mit auseinandersetzen, auf jeden Fall. Ne, die Kröten, die sind mir zu teuer. Aber es gibt halt Spiele, wo man nicht immer sagen kann, ja, das kann ich alles schaffen. Das ist halt so. Ich habe schon viele Spiele gehabt, die ich nicht durchspielen konnte oder die mir irgendwann mal einfach keinen Spaß mehr mittendrin gemacht haben. Yeah. Jetzt kriege ich mal richtig Geld hier. Also die Prüfung, wenn ich sie jetzt hier anfange, will ich sie natürlich schaffen. Leuchtsteine werde ich nicht verkaufen. Wie gesagt, darum will ich mich auch dann, wenn ich das anfange, mich richtig damit beschäftigen. Mit viel Zeit. Ich habe im Moment innerhalb der Woche im Moment nicht so Zeit. Nee, mach das nicht. Ich habe mich nur kurz informiert, was das ist und ich werde es auf jeden Fall vorher ankündigen in einem Stream, wenn ich das anfange. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Wochenende mache, weil da muss ich noch arbeiten. Ich habe leider Schicht, aber ab nächste Woche Donnerstag habe ich mehrere Tage hintereinander frei, dann kann ich das auch machen. Also, da gehe ich davon aus, dass ich das dann mache. Ja, dieses Spielprinzip gibt es in vielen alten Spielen vor allem, weil das so dieses Hardcore-mäßige ist. Azure Dreams ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, von der PlayStation 1, das war ähnlich aufgebaut. Da muss man auch immer wieder von vorne anfangen. Ich mache meine Ausbildung gerade zum ambulanten Altenpfleger. Die examinierte Version. Da habe ich leider Schichten. Da ich mal die Praxiszeit habe, ist es ein bisschen anstrengend. Meine Nachforscher haben mich noch aus. Hier soll es ein Knochenpferd geben. Ach, das mit dem Knochenpferd. Ich habe ab nächsten Monat dann auch wieder Schule. Da habe ich sowieso mehr Zeit dann. Das ist nicht so anstrengend. Gut, das ist einfach so ein Bild vom Knochenpferd. Da muss ich mal nachts rumlaufen. Was ist hier nichts? Was ist denn da auf dem Poster für Essen? Sieht lecker aus. Warte mal, gebe ich dir mal was. Ja.
Schau einige Serien jetzt im Moment nicht so aktiv. Weil ich eher von Netflix mir die Sachen dann angucke. Aber sonst immer wieder mal einige Anime-Serien. Supernatural gucke ich gerne oder so. Das ist Star Trek. Halt Geek. Naruto auf jeden Fall. Das habe ich immer geguckt. Natürlich die ungeschnittene Version. Nicht die geschnittene RTL 2 Version. Copy Schneefeld. Hier könnte was sein. Die. Oh, das dritte Labyrinth ist hier oben. Okay, ich habe schon zwei Labyrinthe gemacht. Ich habe hier unten das Labyrinth gemacht und da oben das dritte. Dann wird hier wahrscheinlich das dritte Ausrüstungsteil für meine Barbarenrüstung drin sein. Naja, das wird markiert, dass ich das noch mache. Auf Netflix habe ich mir im Moment nicht getraut, mir das anzugucken, ehrlich, weil ich glaube nicht, dass das die reine ungeschnittene Version ist. Die kenne ich nämlich nur in Verbindung mit Fansubs, die wirklich alles zeigen. Ich habe die ganzen Fansubs-Folgen habe ich mir auf mal besorgt. Und die japanische Version also, und die ist für mich ungeschnitten. Ich bin einfach kein Freund von recycelten. Weiß ich nicht. Ich müsste ein paar Szenen sehen, woran ich das erkennen kann. Ich glaube, ungeschnitten heißt für die einfach, dass die normale Version das Blut nicht rausgeschnitten wurde. Hier oben ist bestimmt was. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde mir das irgendwann mal angucken. Aber wenn ich dann merke, dass eine Szene fehlt oder mehrere Szenen oder dass die. Es wurde ja auch viel an der Synchronisation geschnitten. Dass die Leute was ganz anderes sagen als im Original. Und das ist ja auch eine Art von Recyceln. Und das mochte ich dann auch nicht so sehr. Vor allem, wenn es darum geht, nicht zu sagen, dass jemand stirbt. Da waren sie ganz kreativ. Immer dieses, ich besiege dich. Statt Kindern wirklich zu zeigen, hey, wenn der auf dich einprügelt, kannst du sterben und bluten, haben sie es dann doch so gelassen, dass er nicht blutet und nicht stirbt, sondern immer nur besiegt wird. Ich weiß nicht, ob man das gut vermitteln kann sonst. Aber ich bin ein Naruto-Fan, ja. So, ich werde mich jetzt auf die Spitze dieses Berges begeben und von da aus dann auch nachher. Ah, habe ich schon. Werde ich mich auch von da aus zum Labyrinth machen. Gara ist cool. Ich habe schon auch selbst schon viele in Naruto Bilder gezeichnet. Vor allem Hinata oder Sakura, die mag ich sehr gerne. Der wird mich angreifen, wenn ich in der Nähe bin, da bin ich mir sicher. Hab sogar mal mit Acrylbilder male ich gerne. Hab sogar mal paar Sachen mal gestreamt, sind auf meinem YouTube-Kanal. Die ganzen kleinen Streams, es ist nichts Besonderes gewesen. Meistens zeichne ich nur für mich. Ja, Kakashi. Ich mag ihn auch sehr. Das ist für mich immer dieses Mysteriöse an ihm gewesen. Dann die Witzfolgen, also diese. Wo die rausfinden wollten, was unter der Mundschutz ist und so weiter.
Aber seine Geschichte ist ja ganz dramatisch gewesen irgendwann. Das fand ich ziemlich schön. Na nun, was hockt denn der da oben? Guck mal, die kriegen nicht mal mit, dass ich hier bin. Oh, 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 oh. Wieso greifen der mich jetzt an? Was zum... Seit wann greifen die denn einen an? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Aber der sieht irgendwie anders aus. Also ich hätte jetzt erwartet, dass hier irgendwas ist um Crocs. Ja, der rollt einfach auf mich zu irgendwie. Oh, da ist... Ah, okay, da oben ist also ein Schrein. Ist immer gut, auf den Berg zu klettern, um zu gucken, wo sind denn die ganzen Schreine? So. Aber hier ist gar nichts. Da bin ich jetzt sehr enttäuscht von. Ich hätte jetzt mindestens erwartet, dass... Oh, da ist was. Ah. Kegeln. Golfen. Golfen, genau. Gucken, ob das sofort klappt. Sonst kann man nämlich auch unten runter und das meinen einfach so reinwerfen. Sieht aber gut aus. Ah, sehr gut. Ich habe auch viele Bleistiftsachen gemacht. Das mag ich auch. Ich habe extra Papier. Da kann man das... Das ist so ein glattes Papier. Da kann man schön mit Schattierungen arbeiten und so. Das mag ich auch sehr gerne. So Acryl, Bleistift. Ich habe mit Copic-Stiften auch schon gemalt. Ich habe versucht mal mit Kohle zu malen. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Also mit Kohlenstiften. Also ich fliege doch jetzt in die richtige Gegend. Ja, ich fliege in die richtige Gegend. Ich sehe nur nichts. Oh Gott, öffnet es. Oh, hier ist eine Truhe. Ha, cool. Oh, ein Diamant. Ich bin überrascht, dass hier keine Wächter sind. Das ist jetzt sehr ungewohnt. Oh. Oh, oh. Jetzt sehe ich, was ich... Die Frage ist, wo ist es jetzt klug runterzugehen? Ja, das weiß ich. Aber für einige Dinge ist man einfach nicht gut talentiert, finde ich. Also man kann nicht alles. Ich habe auch mal digital versucht. Ehrlich, da fehlt mir, dass meine Finger dreckig werden können. Gut, ich muss hier hin. Wo ist es denn klug, dass man runtergeht? Also, den würde ich gern schon irgendwie töten. Ja, so einfach geht das nicht bei dem. Ich finde Acryl eigentlich ganz okay. Ich finde es besser als Ölfarben, weil Ölfarben sehr lange zum Trocknen brauchen. Das ist...
Geschafft! So. Die ganze Reihe ist weg. Vielleicht hilft mir das sogar. Okay, ich versuch's hier hin. Wer auf diesen Klippen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Was zum... Irgendwas krabbelt da jetzt schon. Das fängt ja gut an. Okay, Winterwind, klar, das ist mehr gut in diesem Ding hier. Ein bisschen Schutz, ne? Frage ist, wo muss man hin? Leuchtet mein Schwert? Nein, da gibt es keine Wächter hier. Okay, da ist... Das war logisch, dass es da ist, aber da muss man ja auch irgendwie hin. Das ist wahrscheinlich der große Haupteingang. Gut, dann versuchen wir mal unser Glück. Nee, da wäre es nicht gut hinzugehen, dann gehen wir da lang. Es ist wieder so ein Labyrinth, wo man erstmal nicht weiß. Bei einem Labyrinth muss man wirklich nur in die Mitte kommen. Bei dem anderen muss man irgendwie so einen versteckten Weg finden. Und hier war ich habe immer Angst, dass ich irgendwas Bestimmtes aktivieren muss und das und ich es dann verpasse. Das ist so doof. Okay, hier ist nix. Und ich schiele immer auf die Minimap, weil die ist detaillierter. Die Ecken sind besonders, das dachte ich mir schon. Oh, ist wohl nicht schlecht. Aha. Hier geht ein Weg lang. Okay, 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 okay. Hier ist nichts. Schade. Es ist immer der letzte Ort meistens, den ich dann aufsuche, der richtig ist. Gehen wir zum nächsten. Nein, 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 ich will nicht klettern. Aber ich finde es gut gemacht, dass die Labyrinthe so gemacht sind, dass Klettern auch nichts bringt. Dass man nicht. Man kann zwar sich den Startpunktgründe aussuchen, aber es bringt ja nichts, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Ich höre was. Mach lieber, damit es ein bisschen auf heimlich ist. Wow! Ah, Mist! Mag dies Viecher nicht. Okay, dann ziehe ich aber die Maske an. Okay, das ist ein Labyrinth, wo Viecher drin sind. Normale Viecher, aber naja. Muss es ja auch geben.
Ja, was bist du für einer, ne? Habe ich also schon mal gehabt. Hasenschild, wie süß. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nee, nee, ich will einen Meteorstab mithaben, vor allem hier in den eisigen Gebieten. Kann ich den gebrauchen? Nicht eine bessere Waffe, weil das Masterschwert ist ja toll, aber im Moment nicht so stark, wie es sein soll, finde ich. Oh, der ist gut. So. Mal gucken, was in der Truhe ist. Hier war aber noch einer, das weiß ich. Schade, er hat mich gesehen. Das ist, weil ich hier diese Schleichrüstung nicht anziehen kann. Das finde ich schade. Na gut, brauche ich nicht. Gut, in die nächste Ecke. Gehen alle Ecken ab. Es ist immer die letzte Ort, den ich dann 50. Ja, er ist stark. Das ist auch eine Waffe, die man schnell kriegt, aber die habe ich schon. Und das sind Zweihänder. Das ist im Grunde die erste richtig starke Waffe, die man im ganzen Spiel finden kann. Aber sie ist so unhandlich, finde ich. Ich habe sie bisher nicht benutzt. Aber ich halte immer einen dabei für Notfälle, wenn ich dann doch wirklich meine richtig starke Waffe brauche. Okay, hier ist auch nur eine Truhe. Will mich das Ding verarschen? Wie komme ich denn da in die Mitte? Wow, 4000. Ja. Bis 10.000 ist ja nicht mehr weit, ne? Ich glaube, ich habe was übersehen. Ja. Ich glaube. Wie komme ich da nochmal hin? Da muss ich da lang. Ich glaube, ich weiß es. Ich muss nochmal zurück. Ja, ja, den habe ich auch gerade gesehen. Diesen dicken Weg da. Dass ich wahrscheinlich den Eingang da übersehen habe. Das würde aber auch erklären, warum diese Ecke. Die Exalzos da rumhocken, weil die das bewachen. Ach komm, ey. Ja, du irrst auch hier rum, ne? Oh, du nervst. Mal spawnen die wieder ohne Blutmond. So, hier, das sieht danach aus. Aha. Verdammt, der Aufwind bleibt ja jetzt noch eine Zeit. Das ist ein Scherz. Aber der Weg führt weiter runter. Also es muss einen Weg dahin geben.
Warte mal, ich muss an meinem Telefon. So, wieder da. Wenn der Handwerker dreimal klingelt, sollte man schon rangehen. Also, irgendwas muss hier sein. Ich habe es nur noch nicht gesehen. Ach komm, du nervst, Mann! Ich hoffe, der Blutmond kommt jetzt nur nicht. Ah, verdammt. Ja, ich habe den Gang gesehen. Ich habe jetzt, ich finde dieses, ich habe diese. Manchmal sieht man dann was anderes, aber hier scheint nichts zu sein. Da oben funktioniert ja was nicht. Und man muss bedenken, man sollte ja nicht so aufgebaut sein, dass man hier die Orni schon gesehen hatte, ne? Ich habe irgendwas noch nicht gesehen. Vielleicht kommt noch ein. Ganz hochklettern kann ich nicht, so viel Energie habe ich nicht. Ich dachte schon, wo kommt das Licht her? Ist auch nichts. Aber dass da oben so ein Eingang ist, finde ich seltsam. Gucke ich mir das nochmal an. Es ist ja genauso aufgebaut wie das andere. Da müsste ja einen Gang geben. Ja, den kann man auch nichts machen. Man kann hier an der Seite lang. Was zum... Aha! Gelees hätte ich gern. Na, verdammt.
Ah, also ich glaube, ich bin hier richtig. Ich bin nur andersrum gegangen jetzt. Ja, sieht richtig aus, ne? Sieht sehr richtig aus. Da ist er! Ja, das war's ja schon. Das ist schon. Das müsste jetzt die letzte Rüstungsteil sein. Und es ist die Barbarenhose. Sehr schön. Jetzt habe ich das Set sogar vollständig. Das Problem ist, es ist im Grunde noch recht schwach. Aber schon die erste Zutat zum Erweitern ist ein Leunenhorn und versuch mal Leunen zu töten. Wenn du noch nicht bereit dafür bist, das ist ganz, ganz schwer. Oh, der Schneesturm ist vorbei. Oder? Nee, schade. So, jetzt gehe ich mal zum anderen Schrein, der da vorne war. Ja, wenn man die ganzen Routinen rein hat, also die ganzen sind auch normale Wächtereinheiten ganz schnell zu töten mit dem Schild. Also Ausweichen rein, ne? Und das ist. Ich kann es nur nicht perfekt. Aber natürlich werde ich mich bald an Leuen versuchen und auch an den anderen Bossen, weil ich brauchte ja die Sachen. Da oben ist er Leune? Werde ich ja dann sehen. Ja, da ist er, Leute. Ich sehe ihn jetzt schon. Wir haben eine riesen Reichweite. Ich benutze den Berg dafür. Ja, Wächterpfeile. Oh, ein einzelner Stein. Wo, das kann da bitte. Schade. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Ja, wenn das ein Leuengebiet ist, kann das sein. Ne? Trotzdem, wenn man schnell genug ist und den Schrein aktiviert, muss man nicht wirklich gegen ihn kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, welche Stufe die mit den weißen Feldern haben. Ich glaube, Stufe 2 oder 3.
Habe ich schon gesagt, dass ich Schneestürme liebe? Boah, Sicht gleich null. Boah, ihr seid aber heftig. Tolle Tarnung. Das sieht aber auch nach einer Falle aus. Also mitten in der Ebene. Na, das ist null Sichtweite. Ich hatte sie schon gesehen. Das ist, glaube ich, eine Maske, die ich mir auch holen werde. Ich müsste jetzt nochmal zum Monsterladen. Natürlich. Den Monsterladen habe ich ja schon freigeschaltet. Mal schauen, was ist das jetzt? Stopp und Start. Wenn, natürlich, dann geht's darum. Ich muss wohin? Ich muss wahrscheinlich ganz nach oben, ne? Ich brauche einen Schlüssel, das heißt, ich gehe mal nach. Eines der Kritikpunkte, die ich an diesem Spiel finde, sind die anderen Link-Rüstungen. Zum Beispiel einer der beliebtesten ist natürlich die der alten Gottheit, die Rüstung aus Majora's Mask, die man ja nur kriegen kann, wenn man eine Ambio-Figur von dem Spiel hat, ne? Also, und ich finde das blöd, dass man die jetzt nur noch zu horrenden Preisen kriegt. Und das ist. Ah, ich verstehe, was ich hier machen muss. Erstmal nach oben mit dir. Dann hat man genug Zeit, den zu stoppen, wenn er da oben ist. Ja. Nicht schwer. Ach verdammt. Man muss das natürlich auch richtig timen. Aber dass die Dark Link-Rüstung das beim Monsterhändler kriegt, ja, finde ich gut. Hm.
So, jetzt weg, bevor das Ding runterkommt. Money, nicht Muni, Monies. Na, ich habe ein paar Monies. Deswegen spare ich ein bisschen. Ich will aber nicht jedes Monster-Ding jetzt schon verkaufen, was ich habe, weil ich einiges noch für Rüstungen benötige. Ein König. Oh, das will ich aber haben. Das sieht gut aus. Das sieht aber gut aus. Ja. Die Lichtschuppenlanze. Ich weiß nicht, warum ich die noch habe. Keine Ahnung. Eiswaffen. Eisstock kriege ich schnell wieder, wenn ich eine brauche. So. Sehr schön. Und den nächsten geschafft. Kochen, ja, kochen kann man. Habe ich die eigentlich schon mal be- Ja, die habe ich schon mal fotografiert. Die habe ich noch nicht fotografiert. Ich brauche die. Auch die Flügel. Verschwinde. So, schauen wir mal. Ich bin jetzt hier. Also wenn es noch Versteckte gibt, dann hier auf jeden Fall. Also hier hat es gebimmelt, das weiß ich. Irgendwo hier ist ein Schrein. Ich habe den nur noch nicht gefunden. Der könnte irgendwie etwas unterirdisch sein. Blizzardtal, Hebrabi. Hier können natürlich auch noch einige sein. Ich wollte ja auch zur Spitze. Also es ist dann kürzer. Kram von hier. Nee, nicht sagen. Wenn, dann würde ich sie von alleine finden. Ich habe bisher schon einige auch alleine gefunden, vor allem hier unten. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Da war ich, will aber noch nicht zum Schloss. Da ist auch einer, das weiß ich. Das ist sogar so eine Prüfung wieder. Da gehe ich von da aus hin. Ich
Ich habe auch den Zora-Helm allein gefunden. Kriege ich die anderen auch? Es gibt viele Wege, um da hochzukommen. Das ist mir schon klar. Da ist der Monsterladen zum Beispiel da vorne. Komm, jetzt kommt auch noch so ein Vieh. Wo ist er? Ach komm, die nerven jetzt, ehrlich. Fand ich nicht. Ich war neugierig, was da oben in einem See ist. Dachte, da wären so Krogsamen. Dann war da eine Truhe im Wasser. Und da war es dann. War nicht so. War Zufall. Weil ich neugierig bin bei einigen Sachen. Das. Oh, Leuchtsteine. Leuchtsteine sind immer gut. Nicht übel, dein Körperbau. Ach, verdammt. Muss der mich? Kein Interesse. Habe ich schon mal erzählt, dass die nervig sind? Die nerven so extrem. Das ist aber eine starke Waffe. Für einen Einhänder. So, jetzt warte ich aber bis morgens. Ich habe keine Lust mehr auf diese Viecher. Da geht's hoch, okay. Zehn Leuchtsteine sind ein Diamant. So einfach. Hebra Berghütte. Oh mein Gott. Lass mich raten, das ist irgendwie so ein Mini-Ding wieder. Was ist denn? Notfallbücher. Das ist erste Seite. Ob ihr zum Schildschlittern, Schätze suchen oder Wandern in die Hebraberge gekommen seid. Diese Berge sind tödlich. Die Hebraberge haben bereits unzählige Opfer gefordert. An einem Ort wie diesen sollte man nicht leicht bekleidet herumtollen, als wäre man auf der Ebene von Hyrule. Jedoch sind die schneebedeckten Berge von großer Schönheit und sie eignen sich hervorragend zum Schildschlittern. Ich möchte die Vorzüge der Hebraberge mit allen teilen. Daher werde ich dies als Überlebensratgeber für alle Besucher zurücklassen. Man mache gut Gebrauch davon.
Außerdem habe ich auf dem Bergpfaden an von mir aufgestellten Fahnen Dinge deponiert, die von Nutzen sein könnten. Wer immer in eine Notlage gerät, halte nach einer Fahne Ausschau und begebe sich zu ihr. Hier scheinen noch andere Notizen hinterlassen zu haben. Hey Selmy, Süßes, wie wär's mit einem Schildschlitternrennen? Wenn ich gewinne, darfst du mich heiraten. Der hat noch nie was gewonnen. Ach Gott. Lass mich raten. So, nördlich des Blizzardtal da. Also hier ist dann auf jeden Fall was. Wie ich hier hin und her gelaufen bin, aber es sieht schon interessant aus manchmal. Wie sieht es denn bei dem anderen? Hier bin ich gestorben einmal. Nee, gut. Ich sehe nix. Ah. Ich war hinter der Leiter. Was zum... Wieso fallen denn hier Schneekugeln runter? Wow, was war das denn für ein Schlag? Boah, ein Schlag und fast die Hälfte weg, das ist ja Wahnsinn. Hitzeschutz, brauche ich hier auch unbedingt. Und wir wandern. Oh, komm, ehrlich. Ja. Boah, ich komme gar nicht an den dran. Das ist doch nicht wahr. Beste Waffe und die ist viel zu langsam. Okay, die ist nicht gut. Mein Kleiner. Wo kommt? Also hier hat man ja gar keine Ruhe.
muss unbedingt wieder kochen. Ja, es war zu früh. Geschieht mir recht. Ich bin aber immer noch auf dem richtigen Weg, soweit ich das sehe. Ich muss trotzdem da irgendwie hoch. Ja! Ach, das war aber knapp. Nein. Ist das ein Aufwind? Das ist aber ein heftiger Aufwind. Junge, verschwinde da. Ja, das geht schneller. Ich muss trotzdem da noch hoch. Das sollte ich eigentlich schaffen. Ich könnte ja Rivalis Sturm benutzen, aber ich kann ja klettern. Ich habe genug Ausdauer dafür. Na klasse. Da bin ich zu oft gesprungen. Ja! Nimm mal, ist doch einfacher. Habe ich die eigentlich schon mal fotografiert? Ja. Wow, es wird mal klar, das ist ja schön. Das sieht doch mal schön aus. Jetzt mal ernsthaft. Du musst ja nicht immer ein so blöder Schneesturm sein. Der Berg ist ja noch höher. Ach, da war ich ja schon drauf. Und wo ist jetzt der weiße Vogel? Ich lese noch am besten noch mal das, das noch mal für eine Quest. Oder war das eine Schreinquest?
Der einsame Baum, genau. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg. Plötzlich flog im Nordwesten ein riesiger Vogel vorbei. Da sah er, dass der Vogel was mit sich trug. Nordwesten? Ah, das ist der Vogel. Weißt du, dass du mich gerade nervst, du blödes Vieh? Wo ist der? Hab ich den vom Berg runtergekickt? Das ist der Vogel. Das sind seine Schwingen. Das ist seine Schwanzfeder. Und da ist sein Kopf. Das ist. Und im Bauch. Was für ein cooles Rätsel. Ach du Scheiße, das sind ja. Das sind aber viele da unten. Ja, das ist den. Sch ja, aber lustig sah es schon aus. Der einsame Baum. Geschafft. Bin gespannt. Glaube nicht, dass ich das jetzt schon fertig habe. Nee, nee, ist ein Rätsel. Kraftprobe. Schwierig. Meinem Leben im Moment und ich habe kein Buff-Food. Das Stärkste, was ich habe. Da hilft mir auch das nicht. Könnte einen antiken Pfeil benutzen. Das funktioniert nicht. Ich werde auch gleich das benutzen, aber. Mal schauen. Wenn ich es nicht schaffe, mache ich es später, weil ich dann erst Buffut sowieso. Muss ich ein bisschen heilen. Hier gibt es keine Säulen, also mache ich mir gerade Sorgen. Ist das ein Scherz? Ah, okay. Fast.
Timing kriege ich immer noch nicht hin, ey. Wieso? Komm, töte mich. Aber bevor ich was versuche. Komm. Ey, ehrlich, ich versuche das hochzudrücken und klicke auf dieses blöde, auf die blöde Taste. Ich hätte kochen sollen, ey. Genau, das müsste mir immer gelingen. Dann würde ich das auch schaffen. Siehst du, ich hab immer noch nicht den Rhythmus raus, wann der zuschlägt. Ich spring immer zu früh los. Das war wieder zu spät. Komm. Das war mir ein bisschen zu knapp, ehrlich. Nächstes Mal besser vorbereiten. Nee, nee, nee. Die Lanze will ich schon haben, ne? Ein Diamanten, ey, Wahnsinn.
So. Ja, jetzt hat er falsche Klamotten an, natürlich. Ich gehe mal zu einer großen Fee. Ich muss mal wissen, was ich noch brauche, um meine Rüstung wieder leveln, weil ich brauche unbedingt mehr Schutz. Ich habe hier noch drei, ich habe hier drei freigeschaltet. Den vierten, das dauert noch ein bisschen. Aber ich habe hier noch nicht alles auf Stufe 3. Muss ich mal gucken. Wenn es wieder zu viele kleine Gegenstände sind, werde ich das auch offscreen einfach farmen gehen. Ist ja auch nicht sonderlich aufregend, einfach nur Monster jagen oder bestimmte Gegenstände zu suchen. Ich wusste, dass der hier ist. Ist übrigens besser als mit einem Pfeil auf ihn zu schießen. Wenn man ganz schnell ist, kann man da ein bisschen mehr Violett Rubine rauskriegen, bevor er verschwindet. Also ich brauche immer noch die Hornsplitter von dem. Ich bin ihm mehrmals begegnet. Ich habe wirklich versucht, dieses Horn zu treffen. Ich habe die Schuppe getroffen. Ja gut, die Schuppe kann man auch brauchen, aber das Horn ist schwieriger für mich. So, das weiß ich noch nicht. Das habe ich schon auf Stufe 3, darum war es ja auch so stark. Gut, das kann ich auch wieder erhöhen. Darum brauchte ich ja auch die Flederbeißerflügel. Oh, Kletterkopf, du, das ist schön. Die Spurtkröte. Ja. Gut. Nicht verstärkbar. Da brauche ich die Zitterfrucht. Ich weiß, wo man die kriegt. Muss man in der Wüste farmen gehen. Oh, ich habe hier einen Maxi-Barsch bekommen. Wahnsinn, ich habe sie extra gefunden. Hier, der braucht immer noch einen Hyrule-Barsch. Ich habe die letztens gesucht. Irgendwie kriege ich die gerade nicht. Okay, das kann man nicht erhöhen. Ihr Leunenhorn. Man braucht 5 Flossen für den Sandstiefel. Ja, ist ja Wahnsinn.
auch nicht verstärkbar. Auch Glutlinge. Mhm. Also das rote Schleimgelee kann man ziemlich schnell kriegen. Hoffe ich mal, dass das Feuer brennt. Oh, gleich regnet's. Und schnell, bevor es regnet. Dich denn? Ach, ich habe nur zwei. Verdammt. Da nehme ich noch mehr in die Hand. Die kann man schnell machen, finde ich gut. Und wenn ich schon mal hier bin. Ich erbitte Herzen. Noch ein Herz. Farbkarpfen, okay. Ja, zu dem wollte ich. Du bist es. Money erhalten. Was gebe ich ihm denn? Kann ich schnell wieder sammeln. Kann ich auch schnell sammeln. Ja, nee, die werde ich noch nicht abgeben. Ein neues Monster, das war eine. Die Leunenmaske. Wirklich, also. Einmal hätte ein Leunen meine Forschung fast ein abruptes Ende gesetzt, aber egal, dieses Meisterwerk von Maske vermag Leunen zu täuschen. Probier es aus. Aber geh vielleicht nicht zu nah ran. Die ist aber auch teuer, muss ich sagen. Der Wischmopp verkauft. Nein, nein, nein. Ich spare das alles für Dark Link. Die Rüstung will ich nämlich haben.
So. Ich kann jetzt noch mal was verstärken. Für die Nachtgeschwindigkeit ist sie sogar besser. Sei gegrüßt, ja. Ah. Die Schneefedern. Ah. Was brauche ich denn, um das schneller? Nur Glutlinge? Sonst habe ich alles. Nur Glutlinge. Ich weiß, wo man die kriegt. Dann schreibe ich mir mal auf. Stürmt's wieder? Natürlich stürmt es jetzt. Ich müsste mal auf die Ranellspitze, das ist auch so ein Altar. Aber bevor wir das tun. Regen sind Schritte schwieriger. Oh ja, jetzt kriege ich diesen Tipp mal. Faszinierend. Gut zu wissen. Gott, friert er sich jetzt schon den Arsch wieder ab? Wo ist der Turm von... Ich denke, ich mache noch den letzten Turm, bevor ich hier was anderes tue. Ist das ein Scherz? Ach so, das ist der... Oh, da war ich ja noch gar nicht. Egal, ich will erst den Turm. Ich kann ja wohl nicht erhoffen, dass ich da jetzt geradlinig zufliegen kann, leider nicht. Ich möchte wenigstens den letzten Turm freischalten, dann ist das auch erledigt und alle sind glücklich. Und da ist noch ein Schrein. Super, jetzt kann ich den nicht markieren. Merke ich ihn mir einfach.
Da hinten ist so ein Lichtstrahl, der nach oben fliegt. Das ist ein abgestürzter Komet. Leider ist der jetzt ein bisschen zu weit weg, als dass ich da jetzt schnell hinkommen kann. Ist da unten ein Wächter? Oh, ich habe gar keine. Ich habe nicht auf meine Ausdauer geachtet. Dann mache ich den Schrein doch. Und dann gehe ich zu Fuß da weiter. Ich habe wirklich nicht auf meine Ausdauer geachtet. Der Lichtstrahl war zu faszinierend. Ich habe schon so 3 Sternensplitter, die habe ich mal gefunden. Oh nein, jetzt gleich blitzt es. Ah, hier ist es nicht. Dann schon wieder wird man abgelenkt, ne? Die Macht des Feuers. Ja, wie funktioniert dieser Schrein wohl, ne? Ich habe immer noch dieses Timing raus. Komm, Mama, ich will das mal testen. Ja. Überall brennen es und brennen und brennen. Bringt das überhaupt was, wenn es hier brennt? Ah, das bringt's. Verstehe. Ich will ja auch noch an die Truhe, ne?
Ach, das war's schon. Das war wohl so eine Art Einführung. Ich versuche immer jeden Schrein zu machen. Einige sind halt einfacher oder schwieriger als die anderen. Das ist einfach unterschiedlich. So, da oben waren. Ich muss in die Richtung. Komm. Wow, wow, wow. Du wirst da eben jetzt nie runterfallen. Dort ist ein Wächter. Was ist das denn? Zum Wächter will ich aber nicht. Klettern weiter. Sieht aus wie heiße Quellen, ne? Meine Ausdauer reicht bis da. Aber es sieht aus, als würde man da stehen können. Sehr gut. Es geht nur um den Turm jetzt. Und ich muss so oder so bald ins Goronengebiet für den nächsten Titan. Was? Nein, 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 nein! Was hat der denn für eine Reichweite? Huck!
Ach, das war ein Krok. Entschuldigung. Oh, okay, das schaue ich nicht. Nee, das war gut. So. Boah, manchmal sind diese Wächter extrem nervig, weil die so eine riesen Reichweite haben, um dich zu sehen. Oh, nicht mehr weit. Da ist der Turm ja schon. Der letzte Turm. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Wow, war das knapp. Ich muss erstmal da auf den Felsen. Ja, sehr gut. Bin auf jeden Fall gespannt auf den Titan der Goron. Vor allem, wer diesmal da mir hilft. Eher gesagt, ich ihm helfe. Wahrscheinlich. Geschafft. Der allerletzte Turm. Schade, das werde ich nicht mehr sehen. Die gesamte Karte wurde hinzugefügt. Wow, das war's schon. Ich dachte, ich krieg wieder so eine Belohnung oder so. Extra Teleportziel oder so. Also sehe ich sogar von hier aus, dass hier was ist. Die Eldenklippen. Hier wird wahrscheinlich dann der auch sein. Das ist wohl das Dorf der Goron. Sehr klein. Ich muss ja dann da hoch. Mhm. Stimmt, da ist der letzte. Also zu Fuß hätte man hier hochgehen müssen, okay. Aber ich gehe wohl ein bisschen direkter. Okay. Ich werde noch den Schrein machen. Kann ich mich von da aus teleportieren?
So. Wo war er jetzt? Ah ja, da vorne. Was war das denn? Eine Mini-Ladezeit? Ich habe übrigens was von einem Panikblutmond gehört. Das fand ich sehr faszinierend. Jedes Mal, wenn der Blutmond erscheint, wird der Cache geleert vom, also der Cache von, geleert, um Speicher wiederherzustellen. Interessante Idee, gleichzeitig auch die Viecher dann zu spawnen. Aber manchmal passiert es, dass der Speicher sehr schnell voll wird, ohne dass es dunkel wird. Und da muss man ganz schnell auch am Tage einen Blutmond starten. Ist mir hier noch nicht passiert, aber soll vorkommen. Obwohl es mitten am Tag ist, kommt schnell der Blutmond und fertig. Hatten wir den Schrein nicht schon mal? Erinnert mich irgendwie an einen der ersten Schreine. Truhe ist jetzt nicht wichtig für mich. Aber das war jetzt aber ein komischer Schrein. Perfektes Ausweichen. Ja, ich versuche es immer noch zu trainieren. Also wir haben jetzt 77 Schreine, 103 Krogsamen. 77 Schreine, mein Gott. Was sind denn die alle? Jetzt mal im Ernst, ich gehe noch hier von, sagen wir mal, 3 bis 4 sichtbaren Schreinen hier aus. Sichtbar, ne? Wo sind denn die all andere? Hier ist noch ein Schrein, das weiß ich. Ich gehe mal davon aus, dass hier noch einer ist, aber auch wenn ich jetzt die mitzähle, wo ich denke, dass da noch einer ist. Auf der Insel ist noch einer. Da müssen noch eine ganze Menge versteckte Schreine sein, die wahrscheinlich in irgendwelchen Felsspalten hängen oder unterirdisch sind oder so. Hier in dieser Schlucht zum Beispiel, da muss ich auch noch gucken. Da habe ich nur den vergessenen Tempel gefunden. Aber man muss sich vorstellen, so viele Schreine fehlen noch. Man könnte sagen, das ist ungefähr gerade die Hälfte der Schreine, die es gibt. Also das wird ewig dauern. Hier ist noch ein Schrein, das weiß ich. Das ist die Quelle der Kraft. Da muss ich auch wieder einen der. Da muss ich dieses, den Feuerdrachen da die Schuppe holen. Das weiß ich. Auf der Ranellspitze ist bestimmt auch noch einer, weil das hier ist auch eine Quelle. Aber es ist faszinierend, ehrlich.
Da habe ich noch einiges vor, weil ich will die klassische Rüstung von Link haben. Was ist das denn für ein Ding? Bevor ich Ganon gegenübertrete. Luxusgeflügel. Edelgeflügel. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich will diese Rüstung haben, bevor ich Ganon. Das ist wichtig für mich, weil ich habe Ganon immer in der Rüstung angegriffen. Egal in welchem Spiel das war. Vielleicht eine Farbvariante anders, aber trotzdem. Na egal, das kommt noch. Aber jetzt erst mache ich hier erstmal Schluss. Auf jeden Fall werde ich morgen weitermachen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch nochmal dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag und Abend. Ups. Bis morgen.